Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Eine weitere Frage, auf die ich heute gerne eingehe, die mir gestellt wurde, und zwar, ich habe seit längerer Zeit mit Schwindel und mit einem Wattekopf, so hat die Dame es bezeichnet, zu tun. Ich habe das Gefühl, dass alles ganz weit weg von mir ist, dass ich alles so dumpf nur noch höre. Und ja, habe eben auch mit Schwindel zu tun, was kann es damit auf sich haben. Unsere Seele kommuniziert immer über Gefühle mit uns und diese Gefühle, ja, wir sind in unserer heutigen Gesellschaft dazu Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken und Gefühle nicht wahrzunehmen. Und je mehr wir unsere Gefühle unterdrücken, also die leisen Botschaften der Seele nicht wahrnehmen, irgendwie möchte die Seele sich trotzdem bemerkbar machen und dann schickt sie uns einfach Disharmonien. In dem Falle hier in Form von Schwindel zum Beispiel, in Form von Krankheitssymptomen, in dem Fall hier ist es der Schwindel und eben, du hast das so als Wattekopf bezeichnet, dass da ja irgendetwas über dir liegt und alles andere ganz weit weg ist. Es ist nichts anderes als wirklich der Hinweis von deiner Seele, schau hierher, hier ist ein Thema in dir, wo deine Seele einfach darum bittet, dass du Kontakt mit ihr aufnimmst, dass du Kontakt mit deinem Herzen aufnimmst und dir mal die Frage stellst, in welchem Bereich meines Lebens schwindle ich mich selbst? In welchem Bereich meines Lebens mache ich Sachen, tue ich Dinge, die nicht mir selbst entsprechen? Also wo schwindle ich mir selbst etwas vor, was sich jetzt im Außen in der Tat als Schwindel zeigt? Und gleichzeitig aber hat dein Körper anscheinend, deine Seele jetzt auch noch das Ganze mit einem Wattebausch, Wattekopf einfach, zugedeckelt, dass du gleichzeitig auch so das Gefühl hast, boah, da ist alles ganz weit weg, ich höre das alles wie unter einer Glocke oder einem Wattebausch. Das ist so, ja, mein Gefühl, wo es für dich hinzuschauen gilt, wo schwindelst du dir selbst etwas vor und hast da sogar schon so eine Glocke über dir, wo du gar nicht mal hinlauschen willst. Und das geht auf dem Weg, indem du ja, zum Beispiel viel draußen in der Natur unterwegs bist und dir immer wieder diese Frage stellst und auf die Antworten, auf die Gedanken, auf die Impulse lauschst und dann einfach so erste Ideen hast. Und ja, die ersten Ideen und Gedanken, die können dich dann einfach dazu anleiten, die Bereiche in deinem Leben zu verändern, in kleinen Schritten auch, dich da auf den Weg zu dir selbst zu begeben. Und dann wirst du merken, dass deine Seele immer weniger dir Schwindel als Disharmonie zu schicken braucht und wie auch dein Gehör wieder klarer wird für dich selbst, für dein Umfeld, für dein Leben, für dein Herz, für den Ruf deiner Seele zu dir selbst. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen und danke dir für dein Dabeisein, für dein Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Irmgard.